Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Bei uns steht jetzt Urlaub an. Wir machen eine Reise mit dem Defender. Wir haben ungefähr eine Woche Zeit und es geht für uns in den Norden. Wir fahren über Schweden und Finnland nach oben. Unser einziges Ziel ist eigentlich bisher der Nordkap. Weiter wissen wir noch nicht, was wir machen, wohin wir fahren. Ja, nur dass wir halt über Schweden und Finnland hochfahren, über Norwegen wieder zurück. Und ihr könnt uns jetzt hier auf der Reise begleiten, wenn ihr Lust habt. Wir sind jetzt mitten in Schweden angekommen, bleiben zwei Tage, obwohl er recht teuer ist mit 38 Euro, also umgerechnet 38 Euro, aber der ist so schön, weil hinter mir sieht man Flugzeuglandeplatz und immer, wenn jetzt hier die Flugzeuge landen, jumpen wir mal ganz schnell da hoch und gucken uns die Landungen an. Das ist super schön, weil wir dort dann schön alleine campen, das Auto da aufgestellt haben und ja, bleiben hier jetzt erstmal an den Högakusten. So, und da stehen wir direkt am See. Das ist super schön. So, wir sind jetzt an der Grenze angekommen, von Schweden nach Finnland. Schauen mal, wie lange wir in Finnland bleiben, weil wir ja eigentlich nur nach oben wollen. Wir sind jetzt mittlerweile im Polarkreis und sind schon 2500 Kilometer gefahren und es werden nur noch mehr. So, wir sind in Norwegen angekommen. Es ist arschkalt, aber nur noch wenige Kilometer. Wir sind noch immer auf dem Weg und schaut euch mal die Aussicht an. Es ist Wahnsinn, es ist so schön. Es ist super kalt hier oben. Wir sind durch ein paar Tunnel gefahren und direkt wurde es super kalt. Aber wir freuen uns auf den Nordkap. Hier hat man übrigens uns eigentlich eine wunderschöne Aussicht. Das ist super lecker. Das ist Rentier. Alles beides. Muss man auch mal probieren.
Also wir haben jetzt zum Nordkap ungefähr eine Woche gebraucht. Wir haben 2 Tage Halt gemacht. Also haben uns auch wirklich Zeit gelassen und sind halt straight nach oben gefahren, aber trotzdem haben wir uns nicht so abgehetzt. Wir sind oben angekommen. Man muss für den Nordkap 25 Euro bezahlen, um da reinzukommen in diese Area. Man hat aber so ein super schönes Restaurant, halt dieses Wahrzeichen vom Nordkap. Was ich empfehlen würde, wenn man dorthin geht, dass man nicht dort campt, weil man kann oben am Nordkap campen in diesem Areal, aber es ist halt nur so ein Schotterparkplatz und jeder steht da, es ist windig, es ist kalt, es ist nebelig. Also in den meisten Fällen auf jeden Fall, in den meisten Tagen, dass man einfach wieder runterfährt und dann da in dieser tollen Landschaft irgendwo campt, weil man darf sich ja irgendwo hinstellen. Ja, und wir fahren jetzt runter Richtung Süden Norwegens, weil wir haben jetzt den Rest des Urlaubs Zeit, Norwegen zu erkunden und fahren jetzt halt von oben nach unten runter und wollen in Mitte Norwegen viel Zeit verbringen, aber die meiste Zeit dann in Süden von Norwegen. Darauf freuen wir uns schon. Übrigens ist momentan die Zeit der Mitternachtssonne. Wir haben die jetzt noch 2 Tage und wir haben einfach, wenn man das sieht, 2:30. Wir haben 2:30 und man sieht, wie hell es am Nordkap ist. Also hier geht die Sonne einfach nicht unter. Es bleibt die ganze Zeit hell. Es ist mega verrückt. Es ist total irre, das mal zu erleben. Mal melden, weil ich nicht schlafen kann, weil wir wieder von der Mitternachtssonne geplagt sind und es einfach nicht gewohnt ist. Da, 0:16, ja, ich habe noch Haus des Geldes mir angeschaut, aber bin auch davon nicht müde geworden. Das Wasser hier ist unglaublich blau. Der hat jetzt 33 Euro die Nacht gekostet, was eigentlich recht teuer ist für den Campingplatz. Und man muss für die Duschen 1 Euro bezahlen, in Kronen dann natürlich, ne, was ist umgerechnet in Euro, um 4 Minuten duschen zu können. Und ich dachte so, okay, 4 Minuten duschen reicht mir auf gar keinen Fall. So, ich versuche jetzt zu schlafen. Gute Nacht. So, der Defender braucht nur Öl. Wir sind jetzt 4000 Kilometer gefahren und haben uns jetzt dazu entschieden, die Lofoten noch mitzunehmen. Wir sind jetzt auf den Lofoten, es war auch wirklich die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Es ist super schön hier. Es ist besser, nicht die E10 zu fahren, also die Hauptstraße, sondern auch immer mal wieder abzubiegen auf Landstraßen. Wir sind ganz viel die 815 gefahren. Und wenn man irgendwo dann immer mal abbiegt, wo man eigentlich dann vielleicht nicht hinfahren würde, aber genau dann kommt man auf die schönen Straßen und hier sieht man dann die schönen Landschaften. I can't breathe without your love. Your love.
Fjorde. In Lofotensicht. Super schön. Wir fahren jetzt von den Lofoten von Moskenes mit der Fähre nach Bodø. Und dann sind wir wieder auf dem Festland und da geht's weiter. Das ist übrigens unser Camp heute. Diesen kleinen Privatweg nach unten. Durchs Gebüsch. Zack, ist man da. Gesammelt für ein Feuerchen. So ein Stückchen. Also wir sind jetzt über den berühmten Geiranger Fjord gekommen, der wunderschön war. Es war eine Wahnsinnsstrecke, vor allem dahin. Man ist erstmal einen Berg super hoch gefahren, dann die Strecke wieder runtergefahren und dann im Dorf Geiranger angekommen. Sind dann wieder hochgefahren und jetzt machen wir uns auf dem Weg nach Strünen und sind jetzt hier im
auf einem Wahnsinnsberg. Oben ist direkt ein Gletscher, den man sieht, wunderschön. Und hier bleiben wir jetzt zur Nacht, fahren dann morgen nach Strömen. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der im Geiranger Fjord war, muss hier hoch auf den Berg und hier einfach langfahren. Es ist landschaftlich wieder unglaublich. Und das wollte ich noch kurz zeigen, da ist der Geiranger Fjord. Geht's hier hoch zum Berg. Wir sind jetzt hier. Kann ich nicht aussprechen. Hier führt so eine kleine Straße rein, Offroad, und da stehen wir zum Schlafen. Also hier. Wir sind jetzt hier oben im Dachzelt, überlegen jetzt, wie unsere Reise weitergeht, weil es die ganze Woche regnen soll. Es soll jetzt richtig schlecht werden. Wahrscheinlich brechen wir ab, fahren nach Hause und machen nächstes Jahr nochmal eine Norwegen-Süden-Reise. Da ist nix. Back in Germany. So, aufgrund des schlechten Wetters in Norwegen sind wir jetzt straight durchgefahren nach Deutschland und sind angekommen und sind wieder da. Wir haben jetzt noch eine Nacht beim Schwiegerpapa bleiben hier, den Defender, und haben 7500 Kilometer runtergerockt ungefähr und waren jetzt 3 Wochen unterwegs, genau 3 Wochen. Und ja, war eine tolle Zeit, ist jedem zu empfehlen, mal Norwegen zu bereisen. Wir werden auf jeden Fall nochmal nach Norwegen fahren, nämlich in den Süden, weil da hatten wir jetzt viel zu wenig Zeit und der Süden hat auch so viel zu bieten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konntet einen schönen Einblick bekommen in den Urlaub und vielleicht ist das ja was für euch. Bis zum nächsten Mal.